Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zur ersten ARD-Morgenmagazin-Sendung im Sommer. Zumindest im meteorologischen Sommer. Der hat ja gerade am Wochenende begonnen, was man den Themen nicht ansieht. Und der Donald ist für uns natürlich auch da, wo das Hochwasser ist, nämlich in Zwickau. Schönen guten Morgen, Donald. Es war ein Schock für alle Fans von Rosenstolz. Das Duo Anna R. und Peter Plate haben nämlich im vergangenen Dezember bekannt gegeben, man wolle künftig zumindest erstmal getrennte Wege gehen. Kaum ein halbes Jahr später oder kaum ein halbes Jahr ist vergangen seitdem und Anna R. hat eine neue Band. Die ist heute bei uns zu Gast und heißt Gleis 8. Jens, Ihnen einen schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, herzlich willkommen. Heute ist der 3. Juni und am 1. Juni war ja meteorologischer Sommeranfang. Und der Donald ist in Zwickau, wo es vor einer halben Stunde noch heftig geregnet hat. Ja, das sieht nicht gut aus. Bestimmt ein toller Job, aber ich möchte da nicht hin. Ja. Also da ist es irgendwie... Ich frage mich ja die ganze Zeit, das ist jetzt schon auch für eigentlich Frustration. Ärgern? Ja, genau. Der, oh. hat, der hat leider. Also, wenn ich der wäre, dann würde ich sofort sagen: Pass auf, ich habe ein anderes Engagement. No, der nächste Job, der zu vergeben ist, der ist in Hamburg. Jens Rieber hat ihn. Guten Morgen. Dankeschön, Jens. Ihnen einen schönen guten Morgen, diesen Montag. Schönen guten Morgen. Willkommen beim ARD-Morgenmagazin. Wir haben inzwischen kurz nach 7. Das sind die Themen. Das Apps hast du jetzt aber auch genossen, ne? Apps. Ein Stück weit. Donald Becker macht jetzt weiter mit dem Wetter, vor allem mit dem Hochwasserwetter auch aus Zwickau. Herzlich willkommen bei uns im ARD-Morgenmagazin. Inzwischen 7:30. Das sind die Themen. Und die Wetterbühne wird jetzt erstmal freigegeben für Donald, der ist in Zwickau. Schönen guten Morgen Ihnen. Herzlich willkommen am Montag, 3. Juni und kurz nach 8 bei uns im ARD-Morgenmagazin. Fangen wir gleich mit dem Thema des Tages quasi an, mit dem Wetter und dem Hochwasser. Der Donald ist nämlich in Zwickau. Dankeschön, Jens Rieber. Ihnen einen schönen guten Morgen. Noch eine halbe Stunde. Genau, und diese halbe Stunde reden wir natürlich viel über das Wetter. Und außerdem sprechen wir noch über Schule und die beste Schule in Deutschland. Sie wird heute gekürt. Jetzt sprechen wir über das Wetter mit Donald, der ist live in Zwickau.